Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie man vielleicht hören kann, ich bin heute wirklich extrem krank. Trotzdem mache ich natürlich für euch das Video. Ich versuche auch heute Nachmittag noch ein zweites Video rauszuhasseln. Ihr wisst es, in den letzten Tagen kamen eigentlich jeden Tag zwei Videos. Versuche ich auch so beizubehalten. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn euch hier die Videos gefallen. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Wir haben heute zum einen einmal den Schneekugelkopf-Skin von gestern drin. Dann haben wir heute den Wolfkäppchen-Skin noch als nächstes drin. Ohne Kopfbedeckung, mit Kopfbedeckung. Dazu die große böse Axt. Und dann die Wolfsjäger-Lackierung, die auch etwas animiert ist. Dann haben wir als nächstes die Valkyrie wieder drin. War schon lange nicht mehr im Shop. Finde ich einen ziemlich coolen Skin. Schön wikingerhaft gehalten. Auch die Flügel hinten sehen schön aus. Mit dem ganzen Eis. Dazu gibt es dann den Frostschwingegleiter. Den hätte ich euch wiederum eher nicht empfohlen. Ich sage mal, sehr großer Gleiter, auch wenn er natürlich cool aussieht. Trotzdem eben halt nicht wirklich, lohnt sich nicht wirklich. Dann haben wir als nächstes hier den Valkyrum-Paket. Hier steht zwar 3500 V-Bucks, allerdings sollte das, glaube ich, eigentlich nur 2500 V-Bucks oder so kosten. Weil man natürlich da einen Rabatt bekommen soll, wenn man Valkyrie und Frostschwinge zusammenkauft. Weiß aber nicht ganz genau, wie viel das dann ist, ob es 2500 V-Bucks dann am Ende sind. Ich glaube, müsste so ungefähr sein. Aber wie gesagt, hier wird es ziemlich sicher falsch angezeigt. Dann haben wir noch den Schaman. Als nächstes Billy Bounce als Fortbewegungs-Emote. Und dann haben wir Ruf zur Schlacht. Dann noch den Disco Party Emote. Und Pick It Up, auch wieder ein Fortbewegungs-Emote. Und als letztes noch den Boxen-Stop-Skin. Ist ein nicer Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Lasst gerne eine Bewertung auf dem Video da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.